Ihr kennt doch sicherlich noch das McDonald's Einmaleins, eine Aktion, die es ganze 15 Jahre lang gab und die 2020 leider ihr Ende fand. Dabei erhielt man Produkte wie beispielsweise Hamburger, Cheeseburger, kleine Pommes oder kleinen Softdrink für gerade mal 1 Euro. Burger King hatte mit den 99ers ein vergleichbares Angebot. Hier erhielt man neben den Klassikern wie Hamburger und Cheeseburger aber auch den Chicken Nugget Burger und den Chili Cheeseburger für jeweils 99 Cent, also nochmal 1 Cent günstiger als bei der Konkurrenz. Frei nach dem Motto, das ist ja wie im Märchen, verfolgte Burger King bei der entsprechenden Werbekampagne einen besonders innovativen Ansatz, da die Hauptakteure der Spots 90 cm große Marionetten waren, die von professionellen Marionettenspielern bewegt wurden. Inflation, gestiegene Energiepreise und höhere Personalkosten haben jedoch zur Folge, dass es so etwas nicht mehr gibt und wahrscheinlich in der Form auch nie wieder geben wird. Was war euer Lieblingsprodukt aus diesen Serien?